Hallo und herzlich willkommen zurück zu GTA 5, schon ein Part. Lester. Hey Lester. Mike, hey, I'm transferring your cut of the jewel store take to your account. Madrazo's already got the house money, so you can rest easy there. Ah, thank God for that. Wow, wir haben Geld. Viel Geld. Zu Part 19. Nein, weg wieder. Alter, bist du bekloppt oder was? Michael, du brauchst noch einen Schalldämpfer. Ganz dringend. Ganz dringend. Für später. Wir brauchen für später ganz dringend einen Schalldämpfer. Wobei, nö. Ich glaube, man muss die sogar umboxen für Gold. Ach, egal. Wir kriegen eh nicht alles Gold, deswegen scheiß. Egal. Wir schnappen uns jetzt eine Karre. Wir nehmen... Was nehmen wir denn? Viel Auswahl hier. Halt! Das sieht doch gut aus. Also so halbwegs. Hi. Nein. Ich fahre dich doch nicht um. Ein bisschen Pisswasser. Boah. Wäre geil gerade. Nein. Könnte ich mir eine Garage kaufen? Mache ich aber nicht. Maisbank, Konto liegt noch bei, für Sie bereit. Kontoauszug, ja, ja, ja. Schön für dich. Gas, ah ja, ich muss da lang. Boah, wie weit ist denn das? 2 Kilometer. Ich fahre aber heute auch echt einen Müll zusammen. Das gibt's gar nicht, ne? Hat letztes Mal so gut geklappt bei der ersten Aufnahme. Jetzt ist echt der Wurm drin. Ich fahre richtig scheiße, musst du schon sagen, ne? Wobei, im Moment geht's. Also relativ. Für die Umstände entsprechend. Könnte ich theoretisch? Könnte ich. Könnte ich, ich müsste ein bisschen lenken, bitte. Danke. Weil die Zeit geht ja weiter im Hintergrund. Hä? Wenn auch nur langsam. Also, alles, was jetzt kommt, ist. Blind. Madrazo zur Zahlung erhalten und schon bald wieder im alten Glanz erstrahlen. Erfreut mich, dass du das Wort hältst. Ach, da. Hab mich schon gefragt, gibt es hier keinen Lambo? Ist er das? Der Infernus? Nein. Nein, mein ähnlicher. Nehmen wir doch den. Oh. Das ist der gleiche. Michael, wir müssen... Apropos Michael. Wir müssen doch mit Michael erstmal ins Ammonatschen. Ins Ammonatschen, weil das ist doof, wenn wir jetzt da zum FIB gehen. Ohne Muni vor allem. Ach, da ist der Golfplatz. Da müssen wir mit Trevor hin. Hier müssen wir mit Trevor irgendwo noch hin. Ja, muss ich nachgucken. Shit, wir müssen erst zum Ammonation. Sonst bringt mir das nichts. Guck mal, das ist eine tolle Karre, die ich eben hingestellt habe. Shit. Hätte ich erstmal früher denken müssen. Das ist natürlich der Scheißwagen. Das war irgendwie cool, muss ich zugeben. Irgendwie auf eine uncoole Art war es cool. Huch, da war ein Reh. Aber ich bin nicht Trevor, ich bin der Michael. Oh. Hey, the car. Aber echt. Kann die nicht aufpassen? Ich fahr gut. Die nicht. Hi! Nein, das bist du gewesen. Geht die Hupe noch her? Was ist das denn? Ach, Weinwood Tour? Nee. Besser nicht, das dauert lange. Das dauert sehr lange. Lass mal sein. Was? Wer ist hier untot?
Da ist jemand untot. Ach so, ist die Einfahrt, na gut. Was, Buddy? Wie geht's dir? Hi. Nein. Also gehen wir mal da rein. Und noch sonst? Hi. Zeig mal her die Scheiße. Oh, that's one of my favorites. Halt. Und jetzt noch das? Natürlich, Michael muss aufgerüstet werden. Tränengas braucht man nicht so viel. Michael, brauchst du das? Nein. Kauf mal ein bisschen was. Warte, jetzt gucken wir erstmal schnell einen Schalldämpfer. Warte, Moment. So. One of them will show an ex-wife you mean business. Bisschen Muni. Muni geht ja auf alle Scharfschützengewehre, Entschuldigung. Alle Pistolen. So, es reicht. Pistole. Jetzt nochmal ein bisschen hier. Ach, wird reichen. So viel Schuss brauchen wir nicht. Karabiner Hammer. Brauchen wir aber keine Schuss. Größeres Magazin, Griff, Zielfernrohr. Eher nicht so. Ein MP brauchst du auch, weil du kannst ja im Auto sonst nicht schießen. Ist ja scheiße. Michael. Ich presse auf den Knopf wie verrückt. Die Munition von dem geht schnell leer, deswegen holen wir uns mal 5000. Oh, sorry about the smell. Spilled a gallon of deer urine. Oh, ist kein Problem. Alles klar. Geh mal. Wir sehen cool aus. Naja, nicht wirklich. Aber ich würde die gerne original lassen, ehrlich gesagt. Sieht am coolsten aus. Passt am besten. Für mein Auto. Jetzt. Micro MP. Okay, jetzt. Michael. Versuch Nummer 2. FAB. Federal of Investigation. Warte. Da sehe ich auch einen Fehler. Hier muss ich hin. Wenn man das nicht weiß, ist es ein bisschen scheiße, weil dann führt er nämlich einen unten an den Berg hin. Muss man hochlaufen zu Fuß. Es geht. Da ist ein Weg. Wenn man es. Haha! Heiß. Dann setzt man sich einen Wegpunkt nach oben. Das ging ja gerade so. Und dann hat man sich Laufweg gespart. Hoi, hoi, hoi. Das war schon cool. Also gerade die Aktion. Oh, was machst du denn? Ich bin auch im Wendekreis wie... Keine Ahnung. Halt hier lang. Wow, das hat jetzt überhaupt nicht... War überhaupt nicht knapp. Jetzt könnte ich das klauen. Sieht aus wie ein Audi TT. Huch. Hey Trace, what's up? What's up? Are you joking? You ruined my life. I did? I thought I'd already ruined your life. Never after that boat thing. Take this seriously. Do you know how bad I wanted that? Fame or shame is like an amazing opportunity. You're such a fucking fuck, you really are. You'll get over it. You'll see, I did you a favor. Never! I hate you! Schade. Tracy hasst uns. Die Frau vögelt mit allem anderen, außer mit uns. Alle haben gewonnen. Nee, was? Was ist los? Was haben die denn alle? Was macht der denn? Naja. Man kann es nicht allen gut machen. Alles hier? Nein, natürlich nicht. Das war oben. Der andere
Weg. In Anführungszeichen. Excuse you. Ach, da geht's auch hoch. Hä? Ja, so schlimm ist es nicht. Also so schlimm rieche ich nicht. Davy, how you doing? About as good as can be expected, but the news is not good. I don't know what you're talking about. I know you did that fucking jewelry job. Davy, seriously, you're imagining things. Fuck you. All right. I did it. Arrest me. You know what? You'll be saving my life. Because you called it, motherfucker. What? You called it. Trevor. A couple days ago. But we haven't really talked about anything either. But if, no, when he starts asking questions about why you're not feeding worms south of the Canadian border. Oh, we got problems. Yeah, no shit. We're in it. Together. So, if your problems are my problems, then I guess that means that my problems are sort of your problems. Nope. What if I lose my job? Someone comes into my office, starts reading my files. They'll see the things I did. I know a lot of stuff. I can cop a plea, get 5 years, but you... Fuck you, you ungrateful prick. I made your career. Well... And we better go about saving it together, because you and I both know we can't let it go to shit now. What do you need? This guy, Ferdinand Karamov. The agency claims he's dead. We at the Bureau think they're full of crap. We think he's being debriefed someplace. So? Apparently. He has information which will put me and my superiors out of circulation. Those agency fuckers have got the coroner's office locked down. We need you to verify the body. So how the hell am I gonna get in here? Well, you've played dead before, haven't you? I have always kinda liked you. Call me when you wake up. I'll tell you what to do. Da hat er uns eine übergebraten. What we got? John Doe, white male, overweight, in his late 40s, possible coronet. Let's take a peek. The fat deposits on his hips and abdomen suggest a fondness for bleeder burgers. We're probably about to find one in his gut, still in its wrapper. Right next to the bottle of scotch and pack of Redwoods. See the broken capillaries around the nose? Alcoholic. I wouldn't take any bets on the state of the liver. We still think 40s? Takes a toll. He's an advert for clean living. Note the discoloration of the teeth and the fingers. Smoker. Pack a day, I'd say. Probably cigars, too. I was going like there was no tomorrow. Yeah, he's got that right. Some people think they're immortal. So you get chest pains pumping away at your mistress. Lucky girl having this thing on top of her, huh? She was probably relieved when he bought it. Awkward conversation with the spouse. Might have got some hush money. What the hell was that? Don't worry, it's just gas. No, no. It's reanimating. You want to cut it in the coroner's office, you're going to have to lose the nerves. I've been around cadavers. This isn't right. Well, fresh is different. The ones you've seen have been on the shelf for a week. You can still smell this guy's breakfast. If you say so. Ah, the things I've seen in this place. Grown man you could fit into a sandwich bag. Bodies that are more maggots than flesh. This gas bag here is a blessing. It's a win-win. Only losers are the chumps who gotta cut him open to rule cause of death. Get ready with the bone saw and the rib spreader. You might want to hold your... Nein, ich will nicht sterben, tut mir leid. Hätte ich jetzt gewartet, hätte er nämlich die Knochensäge rausgeholt und es aufgeschnitten. Dann wäre er wirklich tot. Might be in the other room.
out of there. Eat your face. Give it up. Warte. That don't look right. Guess you can't judge a corpse by its toe tag. I found the toe tag. Ferdinand Karamov. It's on some big black lady. Definitely not your guy. Okay. The agency have the lower floors on lockdown to prevent a leak. I got a guy who can cut the power to give you some help, but you'll have to get upstairs if you're gonna get out. Jo, jetzt müssen wir uns hier ausballern. Das ist ja erfreulich. Nein! Erquickend. Hit! Halt die Fresse! Die Fresse, stirb mal! So nicht. Stirb einfach nicht. So wie der hier. Hä? Waren die das schon? Wo denn? Gucken wir mal hier in den Raum rein. Laden dabei nach. Wir haben eine Schrotflinte, ich weiß, ich weiß. Keine Angst, du darfst leben. Das glaube ich dir. Kann man? I don't know what's going on here, but I want the fuck out. If we had a real is the way out? Ja. Das ist der Weg raus. Ich guck mal noch mal kurz in die Gänge. Das ist ein paar neuer hier gerade. Nicht, dass hier noch einer hinter uns steht. Der hier zum Beispiel. Da liegt nix. Okay. Dann wird's Zeit. Oh, keine Muni. Ist aber traumhaft. We're on a government directive. Freeze! Asshole! Ist der tot? Stimmt. Was passiert, wenn man einen Aufzug nehmen will? Shit. Need to take the stairs. Gut. Huch. Deine Waffenmüllsack ganz oben. Naja, ist klar. Was ist eigentlich hier ganz unten? This building is airtight. Hey, I already died once today. Das interessiert mich gerade. Kann man hier runter? Natürlich nicht. Warum sollte man auch? Halt mal nach. Also wir nehmen natürlich unser Zeug mit, weil ich wäre ja bekloppt, wenn nicht.
dickhead! This is fucked! Please tell me you don't know if you're our... Wie konnten denn noch schießen, bitte? Kannst du mir das erzählen? Klar, nimm die Seite. Hab ich kein Problem mit. Noch einer, ne? Hä? Uni, hallo? Danke. Wie viel Muni habe ich gerade im Magazin? Ist eigentlich nicht so geil, wenn man die gerade ausgeht. Und komme durchs Fenster. Wow! Alter, hat er mich erschrocken. Für Waffe. So eine Automatik. Was steht da denn? It's all a big misunderstanding. Ah, you're dead. Oh. Just let me go. Missverständnis. Ja, er hat so viele Leute getötet. Alles ist Missverständnis. Ich hab jetzt in den Arsch geschossen. Ich wollte ihm nur helfen. Die Hämorrhoiden raus. Komm, da muss doch irgendwas sein. Ist doch nett. Als Medkit noch mit. Alles klar, jetzt haben wir alles wieder. Oh. Ups. Hallo? Yay, Fenster und Bullen. Au. Eine Leiche flieht. So muss das sein. Ah, ich habe das beste Auto natürlich genommen gerade. Ist das irgendwie möglich, dass ich rauskomme? Bitte. Achso, da ist einer. Hä? Bringt mir natürlich gerade nichts. Aber der Heli ist nicht da. Doch. Ist er. Nur in diesem Moment gerade nicht. Mist. Gib Gas. Oh, oh. Scheiße. Machen wir lieber Licht wieder an. Oh, genau. Gute Idee.
Voll, wo ist das? Genau das habe ich hier gesucht. Ich komme nämlich hier nicht drauf. Das ist witzig hier. Besonders hier unter der Brücke. Dann suchen die nämlich oben und nicht drunter. Voll witzig. Das ist eigentlich der perfekte Spot, außer wenn Militär da ist, glaube ich. Da bin ich mir aber nicht sicher. Die kommen jetzt nicht wirklich hier lang. Hey Mike! F! Hey, we need to talk. Quick! Meet me at those oil derricks just outside town, El Burro Heights. And make sure you're not tailed. Man, that don't sound too good, homie. Look, I'm on my way. Hab mich ein bisschen geirrt. Aber ist okay. Dave, the hell was that? You know how many spooks I just ran into? I'm sorry. They're not nice people if that's a consolation. What's going on? There's a big target out there. Something in the shadows. The data algorithms are reading off the charts. Whoever finds it, the Bureau or the agency, is gonna get a big bump in funding. Like I care about your funding. I'm out, Dave. You're not. I need you to meet my boss. We'll be downtown in the plaza between the FIB and the IAA buildings. The IAA building? You fucking kidding me after the spat I just had with those agency men? Relax. They won't be looking there. They never expect an inside job. Mhm, die machen mit der... Heieiei. Die sind echt unterm Gesetz, hinterm Gesetz. Wir hatten grün, hast du gesehen? Ich muss mal das Radio ändern. All der Radio ist von der GEMA. Ups. What is this bullshit? Wir treffen uns noch mit Frankelino. Frankelino Elstner. Und verlieren unser Auto, glaube ich, ne? Nein, bitte nicht. Brauch's doch. Hey, Franklin. What's going on? You gotta get out of town. Man, I ain't exactly got nowhere to go. Well, then take a trip. A long trip. What the fuck is going on? Things, all right? You remember, I told you I know people. Feds who looked after me when I retired. You did? Yeah, I did. I mean, I think I did. I don't know. Shit. Jesus Christ, Franklin. I got so many stories, I can't even keep them straight. I'm full of shit. Yeah, but your full of shit got me a lot of paper. One score with you, I made more money than I ever did hustling. Oh, yeah, I mean, I'm a great thief, but you know, it's the other shit that I ain't got figured out. So what's the deal, man? What's the deal with the Bureau, man? This clown. I mean, he's an okay guy. Fucking cocksucker. We did a deal a long time ago. Didn't go quite the way it was supposed to go. Wrong guy got killed. So I had to go into kind of an informal witness protection program. He helped me. I didn't reveal secrets of his. And everything was cool. The problem started when recently I became unretired. I mean, he shows up, starts calling in favors, telling me to do shit. I mean, look, Franklin, I'm working for the fucking feds. Oh, fuck, man. Oh, fuck, man. Yeah, and that ain't even the worst part. Did I ever tell you about Trevor? Man, I think so. Shit. Well, if you only think so, then I wasn't being completely honest. He's, I don't, hell walking on earth. That's what he is. Well, let's bury this motherfucker. Oh, yeah, good luck with that. Shit. I mean, Trevor and I got history. Complicated fucking history. Look, I've done a lot of things that I ain't proud of. Okay, I never claimed to be an angel. But you meet Trevor, Franklin, you'll swear I am an angel. So what's the mood then, man? I don't know. Fuck. I'm just gonna, you know, try to play both sides. You know, until I can find a way out of this shit. All right, man, look, man, you help me. Way I see it, man, the least I can do is help you.
It's a death sentence, Franklin. Man, I ain't trying to hear all that shit, man. If the Bureau ain't gonna take you to court, them motherfuckers just hustlers anyway. And I ain't finna let no motherfucking cat think he's so motherfucking crazy run me up a tree. Fuck that. Hey, you're a good kid, Franklin. This means a lot to me. Like I told you, I'm a terrific thief. I'll find something for you. Big. Now, come on. You better take off. All right, man. I'm with you. I'm with you. Ja, ja, ist okay. Was ist mit dem Rad los? Achso, ist kaputt. So. Wo ist mein Auto hin? Oh, es lebt noch. Es lebt noch. Es ist noch da. Es ist ganz. Warum? FIB, Michael und Trevor. Ich habe eigentlich voll Bock auf Trevor. Ich mag Trevor. Hat eine Mission? Waren es nicht eben noch vier? Scheiße. Alter Stärke, was ist bei dem los? Gehen wir mal zu Michael. Oh. Huch. Ist das eine Mail? Nö. Ja, schön, Martin Matrazzo. Deine Waffen sind im schwarzen Müllsack im Beweisstück im ersten Stock. Das war doch eine E-Mail. Ich vermute mal, dass du sauer bist wegen des Gefallens, um den ich dich gebeten habe. Aber ich wünschte, ich müsste da nicht, dich nicht reinziehen. Aber mein Boss hat ein paar alte Fellen rumgeschnüffelt. Ich weiß, wir hatten einen Deal, aber das ist einfach eine neue Abmachung. Ich wünschte, es wäre anders, aber wie gesagt, du hast meinen Schutz verlassen, als du angefangen hast, wieder dein Ding durchzuziehen. Ich habe dir gesagt, dass es ein Problem sein würde. Du hast meinen Rat ignoriert. Ja, wir mussten 2 Millionen abzahlen, egal. Ich werde mein Bestes tun, um dich als geschätzten Freund in meiner Firma zu schützen. Aber du darfst nicht aus der Reihe tanzen. Dave. Antwort, ich habe keine Ahnung, wer sie sind oder wovon sie reden. Ist das Spam? Oh Gott. Also, oh, Frankelino ist hier was. Fibbe. Michaelino Fibbe. Ja, ich hab so Bock auf Trevor, komm. Tut mir leid. Ich mag die Sau lieber. Ist eine coole Sau einfach. Ja, hast du deinen Taco? Vor allem, ich kann da nicht rein. Was wühlt da eigentlich im Müll? Was? Hey, Onkel T. Ganz Haftbombe, ja. Hey, Onkel T. Hier ist Chisel, Jimmy. Die, der krasse Checker. Bin froh, dass du wieder da bist. Mein Dad verhält sich in letzter Zeit wie ein durchgeknallter Schlampe. Voll sauer und so. Bring ihn mal wieder runter. Lass uns irgendwann mal abhängen. Ich rauche jetzt eine Menge Gras. Vielleicht können wir ja mal saufen gehen oder so. Alter Schwede. Für was hältst du mich? Einen der generierten Penner? Du bist wie mein Sohn. Hä? Im Hintergrund habe ich gedacht, was war denn jetzt los? Wenn mein Sohn ein fetter Verlierer wäre. Ups. Was er nicht wäre. Ich liebe dich. Du musst eher von den Guten sein. So wie ich. Weniger Gras, mehr Meth. So kriegst du das auf die Reihe. Oh. Wir geben dem Sohn gerade Tipps. Das ist ja. Alter, ich markiere mir das erstmal im Moment. Ach, zu Hause. Also, Anführungszeichen. Nein, das muss ein Doppelgänger oder so sein. Er ist tot. Ich habe Bilder von seiner Beerdigung gesehen. Ich weiß. Achso.
Ich weiß, dass er tot ist. Ich weiß, dass er tot ist. Warum kommst du nicht mal vorbei und besuchst mich, Brad? Jetzt ist nicht die richtige Zeit für einen Besuch. Oh, Brad ist ja der, der gestorben ist bei dem Überfall vor 30 Jahren, keine Ahnung. Gefühlten 10 Jahre. Halt. Nee, wir gehen lieber nicht ins Podell. Moment. Ah, ist weiter weg. Machen wir erstmal die Mission. Ist ein Ammunition. Wollen wir uns Haftbomben kaufen? Haftbombe. Was? Was willst du von mir? Aber echt. Nee. Spaß beiseite. Klassische Pistole. Meffer. Antiker Dolch. Haftbombe. Trevor, kannst du dir leisten, würde ich sagen. Ja, kann er. Oh, auch voll. Halt. Dann bin ich fertig. Brauche ich nicht. Alles, was ich habe, hat einen Schalldämpfer, oder? Außer das hier natürlich. Das wäre natürlich die Railgun. Mann, wo gibt's die Railgun? Schaden. Das sieht aus wie ein Raketenwerfer einfach. Pam. All yours, ja klar. Hey, warte mal, wenn alles mir ist, dann. Bisher. Also, dann. Ab geht's. Habe ich Michael einen Schalldämpfer gekauft? Ich hoffe. Weil wenn nicht, wir haben, glaube ich, noch ein bisschen Zeit. Hoffe ich. Alter. T, wie ist es so in Los Santos? Wir vermissen dich. Wir müssen dich wirklich. Hallo, hör zu. Wir haben hier überall komische Leute rumgeschnüffelt. Niemand ist glücklich darüber und es ist schwer für mich. Als kommissarischer Geschäftsführer meinen Job zu machen. Ja. Ich glaube, es wäre besser, wenn du zurückkommst und mir hilfst und immer und für immer hier bleibst. So wie wir es besprochen, haben. Ich habe Angst, dass dich die Echsenmenschen in Los Santos erwischen. Ach so, sie sind da. Die Lost scheinen eine Menge Probleme zu haben, seit dem letzten Besuch. Die O'Neills sind auch wie vom Erdboden verschluckt. Ich hoffe, sie wurden entführt. Aber wahrscheinlich tauchen sie wieder auf. So ein paar Chinesen haben hier rumgeschnüffelt und sich im Ort nach dir umgehört. Vermutlich sind diese Typen, mit denen der Deal geplatzt ist, aber das könnte ich auch nicht bestätigen. Naja, wie dem auch sei, ich vermisse dich. Dein Geschäftsführer, kommissarisch, Ron. Alter Schwede. Hör auf, so ein Weichei zu sein. Verdiene Kohle für uns, wenn jemand dem Laden in die Nähe kommt. Mach, was ich dir gezeigt habe. Eispickel in den Hinterkopf und das Gehirn mit dem Strohhalm ausschlürfen. Ja. Dann war's das von dieser Folge. Ach du Scheiße. Dann würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge. Haut rein, ciao.